Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr bereits im Titel entnehmen konntet, geht es heute in diesem Video hier um ein sehr ernstes Thema. Es geht nämlich um den K-Pop-Star von AOA, Conmina. Und zwar wollte sie sich das Leben nehmen. Ich glaube, ihr habt es bereits schon in den koreanischen Nachrichten gelesen oder irgendwie bei K-Pop-Stars oder whatever, dass es diese Schlagzeile gibt. Und ich werde heute in diesem Video mehr auf die Hintergründe eingehen. So, kommen wir erstmal zu Conmina selbst. Sie ist eine ehemalige Memberin der Girlgroup AOA und sie hat vor kurzem ein sehr schockierendes Statement abgegeben. Und zwar hat sie gesagt, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Der Grund war dafür, weil sie nämlich gemobbt wurde. Und zwar nicht nur von den Fans selbst, nein, sondern tatsächlich von einer Memberin in der Gruppe AOA selbst. Sie hat gestern ein Bild auf ihrer Instagram-Seite gepostet, wo sie sich zu dem Vorfall äußerte. Nachdem sie eine Nachricht auf Instagram von einer Instagram-Userin bekommen hat, und zwar mit der Nachricht Get Lost, Strand auf Englisch, also das werde ich jetzt nicht aussprechen, aber ihr wisst alle, was ich meine, hat sie ihr Schweigen endlich gebrochen. So, und ich werde euch den Text jetzt mal vorlesen und euch den hier einblenden. So, KoreaBoot.com hat das Ganze nochmal repostet und darüber berichtet und sie hat den Text auf Koreanisch geschrieben und das wird jetzt auf Englisch übersetzt. Also der Text, den ich euch jetzt vorlese, ist auf Englisch. I really, really want to go away too, but I have to take care of my mom. More of you are calling me brainless now. Well, it's true, I'm brainless. I haven't properly learned anything and I've had to make money for my family ever since I was young. When my dad passed away, I was in a waiting room crying and a certain uni told me that it was my fault. The atmosphere was bad and to stop crying. Oh mein Gott, was für ein Mensch ist das? I can't. She pulled me to the closet of the waiting room and said I was so scared since my dad was dying. Thinking about that, I can't ever forget those words. We got into the same car, but later I had to take tranquilizers, also Beruhigungsmittel, and sleeping pills, just so I could put myself to sleep, so I could do my schedules properly. It felt like things were just getting worse and worse, and because of that Uni, I even attempted to take my own life. Also diese Uni, die sie beschreibt, ist die Memberin, die sie aber namentlich nicht nennen möchte. It's okay if you don't acknowledge me as an idol or actress. I'm not good at it and I lack a lot. But I was so happy doing it and I worked really hard. It's something I love and it didn't give me any stress. Honestly, I really didn't want to quit AOA, but because of someone who hated me, I was bullied for 10 years. Also sie wurde 10 Jahre lang von dieser Person, den sie nicht nennen möchte namentlich, gemobbt. Honestly, in the end, I just wanted to flip out and curse back at her once. In the end, I gave up on AOA. It was fun promoting with the other members. Not long ago, that's Annie's father passed away and my heart hurt, but it also felt weird. I know that pain. I went to the funeral and as soon as she saw me, she started crying and said she was sorry. And it was like my heart was collapsing in futility. It was empty. All the blame was gone and it was like everything was okay again, but I was so broken that I was scared. During my time away from promoting, of course, I thought I would learn something or treat my depression or panic disorder, but a lot of things happened during that time. Honestly, I'm tired. Like people say on the internet, I don't know who I am, I don't know what I do, they don't like seeing me. I'm loud, so no one wants to listen to me, but I wasn't born because I wanted to be born. Oh my God, das ist so depressiv. I have a mouth and I have hands, but now I can't control my own self and I live for my mom. It's fine if you don't look upon me fondly. It's fine if you don't pay attention to me, but just leave me alone. I get it. Everything is my fault. Mina. Oh my God, that was so depressive. Ich bin so traurig nach dem Text hier. Oh mein Gott. Also nach dem Text habt ihr wirklich gemerkt, wie krass sie drunter leidet bzw. gelitten hat. So, viele Fans haben spekuliert, dass es die Memberin Jimin von AOA wäre, die Mina damit meint, da Jimins Vater im April dieses Jahres auch gestorben ist. Mina veröffentlichte ebenfalls einen zweiten Text, den ich euch jetzt auch nochmal vorlese.
But the reason why I talked about that AOA uni was because when my dad was confirmed to have terminal pancreatic cancer, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, I thought my dad would be going. But I was afraid that Uni would scold me again. I was also doing individual acting activities as well as a comeback. I didn't want to give the members harm, so I did the schedules as I had to memorize the scripts, and there were many parts in which I had to smile as well. I couldn't be consumed by thoughts about my dad, and I thought that I had to finish my work well, so I couldn't even enter his ward. He was in the terminal stage of pancreatic cancer, so seeing him all skin and bones, I couldn't help but cry. My sister called me and said my dad was looking for me even though he couldn't speak well already. But if I had cried while doing my schedules, what would I do if that AOA uni said something about that? I was so young then, so I thought I had to be like that. I thought that that was the right thing. I didn't want to be scolded. I could have seen my dad more, but I couldn't do so and had to send him off, just only seeing him close his eyes and hearing the beep. In the sketchbook next to him, he had written with difficulty, "Where is my daughter?" in crooked handwriting. He showed it to the nurse, but I was working at that point of time, so I couldn't go. But I heard you had a special ward set up and that you cancelled all your personal schedule. I hope that's not true. You should be professional too. Don't cry, okay? You said I would break the mood and asked why you had to caution just because of me too. So I hope you will be able to win over this too. I still can't erase that memory, the words Uni said as well as her actions. Even if it's honestly a blur, I still remember everything, it remains. Every time that happens, I take medicine and try to bear it. But I think the thing with my dad will keep going forever. To Uni, it's just words that you spat out, but for me, it was something that hurt me. But at the end, when we had 5 minutes to us, I told Uni that it was something that hurt me back then. That's when Uni glared at me and said, "I don't think I'm such a terrible who would say that sort of words." So another member, Uni, said that you did actually say those words after gathering up a huge amount of courage. I was at a loss, so I didn't reply, but on the inside I was thinking, are you even human? And we said goodbye. To be honest, I'm not smart, so my memory is worse, but there's so many things I remember from you endlessly. But I only speak on that one thing just in case. I wrote a termination agreement with the company. What if they asked me to pay a penalty? I didn't tell on every single thing, so it should be fine, right? Thanks to Uni, I've been eating multiple tablets of medicine a day and my left wrist is so cut up that the nerves aren't working and it stings and hurts. But seeing my mom, I have to live on. I have to earn money. So I'm going to scar treatments diligently, and although I still have nightmares. The funny thing was, before I left the group, we all went for drinks without Uni every day and had conversations. But even so, we all still don't know this. What the reason why you don't like me, Mina. So, jetzt habt ihr auch den zweiten Text, den Mina veröffentlicht hat, gehört. Und das war wirklich sehr, sehr schlimm. Es ist ja nur eine Spekulation, dass es die Memberin Jimin gewesen sein könnte. Aber viele Fans sind sich wirklich sicher, dass es sie war, weil auch aufgrund von vielen Videos, die aufgetaucht sind, die man dann später auch noch interpretiert hat. Und die Sache mit dem Vater. Die Sache ist, danach hat Jimin ein Statement in ihrer Instagram-Story abgegeben. Und zwar das Bild hier. Das heißt übersetzt Fiction, also Erfindung. Und ich denke schon, dass es einen Zusammenhang zwischen der Story und Minas Post zu tun hat. Eine kurze Zeit später hat Jimin das Bild aber wieder gelöscht und folgendes Statement auch ebenfalls auf ihrer Instagram-Page veröffentlicht. So, da drin hat sie geschrieben, "I can't put everything into a short post, but I'm sorry and I apologize. I'm not good enough to lead the team." Also sie ist nämlich die Leaderin von AOA. "And I'm sorry." Ich meine, als Leaderin solltest du eigentlich ein Vorbild sein und allgemein die Member glücklich machen sozusagen und nicht noch fertig machen.
While I regret it, I was feel guilty. I didn't understand Mina very well, and I think I didn't look at her carefully. Yesterday I cried and begged and cried again. Oh nein, Mina hat ihre letzten 10 Jahre geweint. Sorry, aber für mich ist das keine Entschuldigung. But I think I couldn't easily resolve Mina's feelings that have mounted up about me. I'm really sorry. When I was young, I was in my early 20s and thought that my team should only show good things on the staff and outside world. But I think that was a lacking way to lead the team as a human. I'm sorry. I caused a controversy. I'm sorry for writing so suddenly. And most of all, I'm truly sorry to the members and Mina, who worked hard for us both. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich vom Herzen aus sich entschuldigt oder ob sie es nur macht wegen dem ganzen Hate, den sie wahrscheinlich jetzt bekommt. Also durch dieses Statement von Jimin wissen wir zu 100%, dass sie wirklich gemeint ist. Also sozusagen, dass die Spekulation von den Fans wahr war. Die Sache ist, Mina hatte vor ein paar Monaten schon ein sehr verstörendes Bild auf Instagram gepostet, wodurch ich auch aufmerksam wurde. Da war zu sehen eine Wunde an ihrem Handgelenk. Ich zeige euch das mal jetzt verschwommen. Viele Fans, die das Bild damals gesehen haben, haben sich schon übel Sorgen gemacht. Sie hat das Bild damals gepostet, weil ihr Hund und ihre Großmutter damals verstorben sind. So, und wenn ihr das Bild schon schlimm fand, dann schaut euch lieber nicht das Bild hier an, was ich jetzt unkenntlich machen werde. Aber das Bild ist einfach viel, viel krasser. Als ich das erste Bild schon gesehen habe, da was ihrer Großmutter und ihrem Hund gewidmet war, habe ich mir schon gedacht, boah, das kann wirklich böse enden. Aber das Bild hat mich echt so krass schockiert und dass sie es noch postet, hat mich irgendwie, ich bin voll nicht klargekommen, weil ich glaube, nicht jeder K-Pop-Star postet sowas. Also das war echt schon sehr, sehr krass. Den ersten Post hat sie daraufhin auch gelöscht. Die Company FNC, also da, wo sie ihren Idol-Vertrag hatte, hat damals dann ein Statement abgegeben, dass Mina ihren Vertrag nicht mehr erneuern möchte, was ich denke, die beste Entscheidung ihres Lebens war. Ich glaube wirklich, dieser Ausstieg hat ihr das Leben gerettet, weil wäre sie länger dort geblieben in dieser Gruppe, so unzufrieden wie sie war und was ich euch gerade die ganzen 15 Minuten durchgelesen habe, wäre es nicht gut ausgegangen. Ich finde es aber sehr, sehr mutig von Mina, dass sie es wirklich ausgesprochen hat. Das trauen sich wirklich die wenigsten. Und es wirklich uns mitgeteilt hat, ihren Fans auch, wie sie sich fühlt und das nicht irgendwie in sich hineingefressen hat. Ich glaube, der Grund, weswegen sie es damals nicht getraut hat zu erwähnen oder jemanden zu erzählen, war es, weil sie auch gesagt hat, dass sie sehr jung war. Wie gesagt, die waren ja 10 ganze Jahre zusammen, ne? Also muss sie da schon sehr jung gewesen sein. Sie hat ja in dem Instagram-Post auch gesagt, der Grund, weshalb sie weiterkämpft, ist ihre Mutter. Und ich hoffe wirklich vom ganzen Herzen, dass wenn ihre Mutter eines Tages nicht mehr da sein wird, was wahrscheinlich der Fall sein wird, weil jeder von uns stirbt einmal, dann wird Mina trotzdem weiterkämpfen für sich selbst. Ja Leute, ein sehr depressives und ernstes Thema heute. Ich habe ja schon mal so ein ähnliches Video darüber gemacht. Und aber ich finde, man muss wirklich darüber reden, was Mobbing eigentlich mit Menschen macht. Und ihr merkt, es ist nicht nur immer Mobbing zwischen Idols und den Fans, sondern es kann auch unter der Gruppe Mobbing geben. Ich denke, sowas kommt ab und zu in K-Pop-Groups vor, aber Mina ist so eine, die sich getraut hat, es in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja Leute, wie ich immer sage, leben und leben lassen, also behaltet einfach eure negative Meinung für euch. Ja Leute, das war schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch mehr über diesen Vorfall informieren, weil ein deutsches Video gab es dazu noch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke, um nicht zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen und bleibt gesund und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.